Gleich am heutigen Sonntag bei Click and Smile Fotografie ein neues Tutorial wartet auf euch, und zwar geht es heute darum, wie man mit einer Grauebene Dodge and Burn betreiben kann, und wir starten auch gleich rein. So, also starten wir rein, und zwar kopieren wir uns zweimal die Hintergrundebene. Ich zeige jetzt zwei Varianten, zwei Möglichkeiten, wie man das machen kann. Einmal Ctrl J, dann wird eine Kopie erstellt, oder man zieht die Ebene, die man kopieren will, mit gedrückter linker Maustaste auf das neue Ebenensymbol. Zwar wäre das dieses. So, wir haben die zwei Ebenen erstellt, die zwei Kopien. Und es geht weiter mit der Invertierung der obersten Ebene. Da haben wir Ctrl-I und dann wird die Ebene invertiert. Ich mache es jetzt einmal rückgängig und zeige die zweite Variante, wenn man nicht mit Shortcuts, mit Tastenkombinationen arbeiten will. Und zwar geht das über Bildkorrekturen umkehren. Da sieht man hier die Tastenkombination String-I. Bild ist invertiert. Nächster Schritt, wir müssen den Blendmodus dieser Ebene ändern. Normal ist Standard und wir ändern das Ganze auf strahlendes Licht. Sieht schon, leichte Konturen sind zu erkennen. Wir müssen das mit einem Filter jetzt aber nochmals bearbeiten. Und zwar nehmen wir den Filter, Weichzeichnungsfilter, matter machen. Mit diesen Werten ein wenig selber probieren. Jeder hat seinen eigenen Look und jedem gefällt etwas ein bisschen anders. Ich nehme jetzt die Werte 32 und 32 und wie gesagt, wenn ihr da die Werte noch ändern wollt, sieht man eh gleich im Bild, was sich da an dem Bild ändert. Einfach ein bisschen probieren, dann nehmen wir OK und das dauert jetzt ein bisschen. Jetzt wird diese Ebene verrechnet und der Filter matter machen angewandt. Haben wir es gleich. So, jawohl, letztes Video, da haben wir gesehen, wie man mit dem Hochpass und dem ähnelt dieses Bild, diese Ebene jetzt sehr, dass ihr euch ans Video erinnern könnt. In dem Fall können wir jetzt nicht mit der untersten Ebene das Ganze mit ineinander kopieren verrechnen, weil wir ja da schon ein strahlendes Licht ausgewählt haben. In dem Fall sieht man auch, warum ich diese Ebene am Anfang zweimal kopiert habe. Wir markieren diese beiden Ebenen und gehen mit der rechten Maustaste auf eine Ebene reduzieren. So, und jetzt haben wir es, normaler Blendmodus, diese Ebene, und jetzt können wir es wie im letzten Video auf ineinander kopieren verrechnen und man sieht Dodge and Burn ganz schnell in gut 2 Minuten. Das Bild wurde dramatischer gestaltet. Wenn man jetzt sagt, es ist mal zu dramatisch und ich will es ein bisschen abschwächen, kann man da mit der Deckkraft noch zurückfahren, da sieht man schon, dementsprechend wird auch der Effekt ein bisschen minimiert. Ja, das war's eigentlich schon. Dodge and Burn mit einer Grauebene, ganz schnell in rund 2 Minuten. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, freut mich, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal, jeden Mittwoch und Sonntag um 9 Uhr gibt es ein neues Tutorial-Video. Macht es gut, bis zum nächsten Mal, pfiat euch!